Hallöchen, Freunde! Hey, hallo! Herzlich willkommen zu Banjo-Tooie Part 2! Part 49 natürlich! Wie fragt euch jetzt so, warum bin ich denn jetzt hier am Spiral Mountain und so? Und das hat ganz einfach Grund, ich habe nicht rausgefunden, wo der bekackte Jinjo ist, Freunde, aber ich habe hier nämlich was vergessen. Und zwar, das da. Da ist nämlich noch ein Jinjo versteckt, Freunde. Ja, ganz blöd. Aber, oh, der schwarze, Freunde. Und damit haben wir die schwarzen, nein, ich bin jetzt nicht rassistisch, die schwarzen Ninjos sind komplett, Freunde. Und wir kriegen ein neues Puzzle, oh. Und ja, da bin ich jetzt mal ganz schnell offscreen hingedackelt. Ich dachte, pff, machst du einfach mal so. Und ich habe mal überlegt, wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich ja nicht mal, ich habe ja schon eine ganze Menge Seiten mittlerweile eingesammelt. Die könnte ich alle mal, eigentlich alle blöde Lesebuch Cheeto abgeben hier, ne. Vielleicht, ich meine, verrät uns ein paar Cheats, die brauchen wir ja eigentlich nicht. Also, naja, ich brauche sie jedenfalls nicht. Aber wir können sie ja mal abgeben, da ist er fröhlicher. Huhu, Cheeto, wie geht's denn so? Na, Kollege, lass knacken, Mann. Hier, guck mal, 12 Seiten haben wir, das ist aber nett, ne? Großartig, das sind genug Seiten, um dir einen neuen Cheat zu verraten. Nicht nur einen, Mann. Wie ist der Zeit, Mann? Los, raus mit der Sprache. Gib mir erst meine kostbaren Seiten. Und da hat er sie. Zutiefst verpflichtet, Mann. Der dritte Cheat lautet Fallproof, verstanden. Und Sweet. Zutiefst verpflichtet, schon wieder. Der vierte Cheat lautet Honeybag. Ja, das sind zwei Cheats, die ich nicht benutzen werde. Bei Fallproof bin ich am überlegen, aber. Weil für die letzte Welt wäre das schon ganz günstig unter Umständen. Honeybag werde ich definitiv nicht nutzen, aber. Fallproof? Ich meine, dafür müsste ich extra nochmal in die erste Welt, Freunde. Und ich sag mal so, ich kann das auch so. Ich meine, ich brauch das nicht dazu. Ich überlege, welche Cheats gibt's noch, wenn ich nochmal 3 Seiten sammle? Homing? Nee, das war ja von dem komischen Hühnerei da. Was könnte das noch sein? Jetzt bin ich gerade neugierig. Ah ja, wenn wir die 3 Seiten haben, können wir sie vielleicht noch abgeben, Freunde. Hoppada! Ach, bin natürlich nicht abgestürzt. Zwar, also mal Fallproof wäre manchmal schon nicht schlecht, aber. Ist jetzt keine Pflicht, sag ich mal. So, dann würde ich sagen, Freunde, ab zurück, denn wir können ja jetzt in die letzte Welt, Freunde. Wir haben den Jinjo hier im Spiral Mountain weggesnackt. Ja, und jetzt kann ich mir die mit dem Warportal schnell Richtung, ich glaube, Ödland ist es da. Kann ich dann nämlich Richtung letzte Welt. Da 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 da. Ach man, wieder mal chillige Musik, Freunde. Hier ist ja mal voll im Bar. Aber lange nicht gehabt, war. Ödland. Ihr habt gerade gehört, Ödland. Da, da, da. So, und dann eigentlich muss ich auch noch ein paar Mal puzzeln, also dahin muss ich auch nochmal zurück und vielleicht kann ich ja denn. Obwohl, das wäre auch eine Idee. Freunde, sollen wir puzzeln und dann Cheat aktivieren? Das können wir natürlich auch machen. Weil jetzt alleine nur deswegen schnell mal in die erste Welt zu dackeln ist doof, aber wenn ich da sowieso nochmal puzzeln muss, dann wäre das natürlich die Möglichkeit. Doch, Freunde, komm, das mache ich mal. Aber den Honeybag-Cheat, den lasse ich aus, weil den finde ich scheiße. Das ist Cheating, Freunde, für mich. Also, okay, Fallproof ist schon so ein. Also, ich sag mal so, komm, das ist wie so ein Move, den man lernt, oder? Das geht gerade noch so. Aber Honeybag habe ich eigentlich grundsätzlich nicht benutzt. Also ich habe es schon mal benutzt früher, aber da fand ich es dann so langweilig und. Also ich muss ja jetzt gestehen, war, ich habe ja auch was rausgefunden, ja. Ich werde auch nochmal nach Grundi GmbH dackeln, denn ich weiß nun endlich, wie ich an das Puzzle da rankomme. Dafür habe ich bei meinem guten Kollegen Luxlake Link mal ganz kurz sein Banjo-Tooie Let's Play durchstöbert. Hihihihi, wie fies, oder? Und ja, da mal einfach gestöbert und ich glaube, ich weiß jetzt wieder, wo ich da bei ihm lang. Also ich habe es jetzt nicht genau bei ihm gesehen, ich schätze es einfach nur. Ich hatte nicht so viel Zeit, um sicher zu gehen. Ich muss es jetzt so aus dem Bauchgefühl heraus machen. Und ich würde sagen, ja, 55 Puzzlos haben wir lange. Es wird Zeit zu puzzeln, Freunde. Scheißes Bus, dann haben wir hier wieder eine fette Laserbeam-Szene, Freunde. Die schneide ich diesmal zweimal raus. Und das ist das Puzzle diesmal, Freunde. Oh mein Gott. Wo ist das bis hin? Noch nach links? Okay, da. Komm, wir machen erstmal die Ecken. Ecken. Da ist noch eine Ecke, Freunde. Und wo ist die andere Ecke? Da. Nee, das ist ein Randteil. Und zwar das da unten. Und ja, irgendeins der komischen Wolkenteile hier. Das da. Unten eins. Würde sein, das hier. Ja. Da, das bleibt nur da. Nicht da oben, Mann. Da kann ich bloß raten, das war natürlich falsch, wie immer. Wo ist denn das letzte Eckteil? Ach, da oben ist es doch, Mensch, blick blind. So, jetzt erstmal den Rand fertig machen. Da ist ja klar, das ist natürlich falsch, ne? Warum soll man nochmal richtig erwischen, ne? Ey, ist das. Ey, Freunde, man sieht ja bloß den. Ganz nach links irgendwo. Oh, ne, da. Ching! So.
Toll, der Turm ist natürlich gerade wieder außer Reichweite, ne? Jetzt muss ich wieder raten. Ja, ich werde hier zum Spaten. Da werde ich nicht warten. Darauf habe ich keinen Bock, Mann. Das ist mir zu blöd. Das müsste hier hinpassen, genau. Und Checker, Freunde. Bam, mitten ins Kreuz. Erdpuzzle-Aufgabe gnadenlos, Freunde. So, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Und da seid ihr ganz kurz wieder da. Ja, ich habe jetzt nur ganz kurz die Szene weggespult. Aber ich will euch ja zeigen. Guckt mal, Freunde. Hier im Sumpfgebiet, da hoch. Und diese Tür öffnet sich da. Natürlich, das muss ich euch da zeigen, wann bin ich denn bekloppt. Ich hätte ja fast einen riesigen Fehler gemacht. Aber das ist auch alles, was ich euch jetzt kurz zeige. Und dann mache ich mal ganz kurz was. So, Freunde, ich würde sagen, dann gehen wir gleich mal ins nächste Puzzle über, wa? Er ist in der Tat der Auserwählte. Ja, ich habe genug für Puzzle Dings 2. Na, dann mach mal hin hier. Hopp, hopp. Zack, zack. Hab's zügig hier. Für 70 Puzzles, Freunde. Hä? Was ist denn? Achso, bestimmt hier die Tür, wa? Oh, Freunde, alle Puzzlos sind weg, Freunde. Oh Gott, wie übel. Natürlich ist das erstmal falsch, ne? Muss ja sein, so. Okay, erstmal die Eckteile, Freunde. So, einmal das da. Dann haben wir da noch ein Eckteil. Und da oben ist noch eins. Und das letzte sehe ich nicht. Ist ja jetzt nicht so positiv. Ist ja egal. Pass mal, Freunde, wenn ich jetzt gerade die Maschine sehe, dann kann ich gerade mal so ein bisschen tricksen. Das müsste hier irgendwo sein. Das müsste mal da ankommen. Weil, Freunde, damit kann man schön tricksen irgendwie. Weil wenn man einfach mal gerade die Maschine hat, dann funktioniert das ganz gut. Da hat man das gerade gesehen. Da war das nicht das. Und da kann ich einfach mal hier gucken. Oh, es hat geklappt. Super. Das geht ja leichter als gerade eben. Das ist ja auch ein bisschen easier, Freunde, ne? Okay, das ist da oben. Zack, das ist das. Nee, scheiße, einen weiter. Mann, nimm nochmal Puzzleteil, Mann. Jetzt habe ich das in der Mitte zuerst gemacht. Das ist auch geil, wa? Nee, das ist natürlich nicht das. Ah, wieder falsch geraten. Und, Freunde, genauso schnell beendet wie das andere. Na, war doch super. Puzzlesaufgabe gezähnlös, Freunde. Und passt auf, nochmal mein Vorspulknopf. Na? Vorspulknopf. Hey, Freunde. Spul doch mal vor. Warum macht er das jetzt nicht? Das ist egal. Dann müsst ihr euch halt doch mal angucken. Ich wollte es eh nicht rausschnippeln, aber was soll's, ne? Ich will ja wissen, was auch aufgeht. Ich glaube, das ist ganz oben jetzt die Tür, dass wir jetzt zur ultimativ bösen Hexe können, Freunde. Der Hexenkesselkerker. Ja, genau, Freunde. Ganz oben. Das höchste des Turms. Und da ist auch, glaube ich, noch dann das. Pass auf, wir haben ja noch das Hexenquiz, Freunde, ne? Das kommt auch hier wieder vor. Natürlich ist nicht nur bei Banjo-Kazooie, ist auch bei Banjo-Tooie dabei. Aber pass mal auf, Freunde. Ich muss mal ganz kurz nochmal einen Cut machen, weil ich nehme gerade nicht Fullscreen auf und ich habe kein Sync-Audio-to-Video drin. Hervorragend, hat sich als höchstwürdig erwiesen, denn alle Türen sind offen. Danke. Gut, hat sich bestätigt. Verstehe ich nicht, mit 70 Puzzles können wir jetzt schon das Finale machen, Freunde. Naja, gut, wartet mal kurz. So, bis direkt gleich. Wieder da. Jetzt ist Fullscreen, alles wieder schön. Und wir haben die zwei Puzzle-Rätsel gemacht. Und pass auf, Freunde, ja, den Vollproof-Cheat aktiviere ich jetzt noch. Honeyback lasse ich weg, weil... fand ich enttäuschend. Ich habe gerade bei Luke's Like Link, habe ich erzählt, mir da geguckt und mir eine Anregung geholt. Und ich glaube, ich... Ach, siehst du, dann muss ich noch bei Grundy gehen, ja, rein, bevor ich in die letzte Welt gehe. Pass mal auf, was Mike jetzt alles in so einem zusammengefassten Sammelpart, ja. Ist ganz in Ordnung. Ist dann mal wieder ein Überlänge-Part, aber pass auf, dann habt ihr zwei Parts heute, die ihr gucken könnt. Und alles ein bisschen länger. Aber ist mein Dankeschön an euch. So, wo waren das nochmal? ich glaube, in der Nähe von Wumbas Wigwams und so, ne, also... Bigwam, ein großes Zelt, ich weiß nicht, was das heißt, wahrscheinlich heißt es irgendwie so Wumbas Zelt oder keine Ahnung. Ich kann kein Indianisch oder was auch immer das für eine komische Sprache ist, ich weiß es echt nicht. Mann, der Welt waren wir auch lange nicht, Freunde, oder? Ist halt nostalgisch. Ich überlege, wie lange das jetzt Play jetzt auch schon läuft, ey, das ist so übel. Ach, und jetzt nähert sich's immer mehr dem Ende, Freunde. So, da kann ich gleich den Vollproof-Cheat aktivieren, den kann ich jetzt hier erstmal eintippen. Fallprof habe ich als Kind immer gesagt. Ja, da war ich noch ziemlich klein, als ich das Spiel gespielt habe. Da war eben noch nicht so mit Englisch beholfen. Mann, die Joystick-Kontrolle ist ja hier vorne mit Doppel-L. Poof heißt eigentlich nur Fallschutz, weil Poof ist Schutz, also meines Wissens nach. Aber Fallprof hieß es damals immer, ne? Ich dachte mal, das heißt irgendwie Fallprofessor oder so und war eine Abkürzung oder so. So, wo ist denn das F hin? F! F wie Finkelstein. Ach, da ist er. Klar, hab ich ja schon benutzt. Ist natürlich kacke, wenn man auf die... Hä? Was?
Hä, bist du blöd? Freunde. Voll. Ey, ich hab voll gesagt. Warum kann man doch außerhalb der Richtlinie lenken? Das ist so fies. Voll. Proof. Was so, ich bin immer noch nicht besser in Englisch geworden. Ich schreib's gerade falsch. Wetten. Puh. Achso, Doppel-O. Na klar, nicht Doppel-F, sondern Doppel-O. Jetzt hat's wieder Klick gemacht. Zack. Und der Vollproof-Cheat schützt euch bei einem Sturz aus großer Höhe. Ja, ne? Englisch for the win. Hätten sie auch Fallschutz im Deutschen draus machen können. Hätte mich nicht gestört, ne? Aber, huch, ich kann schon raus. Super. Hüppa. Doppelmaximum und beschadet Absturz. Honeyback lasse ich weg. Will ich nicht. Ich fand echt schade, dass Luxia Glink den Cheat benutzt hat, weil so Finale ist es doch voll langweilig und so. Aber ich werde das auch garantiert nicht beim ersten Mal schaffen, weil ich habe diesen Kampf einfach so überlange nicht gemacht, weil gerade wenn so Banjo-Tooie anging, immer so Richtung Wolken-Wonneland und Grundi GmbH, bin ich da einfach mal gerne immer streikend geblieben und habe das nicht mehr gemacht und irgendwann aufgehört und dann wieder neu angefangen. Damit ich die letzten fiesen Welten nicht machen muss, kann ich ja im Let's Play nicht weglassen. Und außerdem das ist so eine alte Kinder... Spastensache von mir gewesen, da hab ich einfach das Ende vom Spiel mal weggelassen. Ja, und da ist schade, ne? Also, der Boss wird auch eine Menge lustig, weil ich finde ihn extrem cool. Der Hark 1, ich glaube, so hieß der. Ja, irgendwie so. Hexenangriffs. Mir fällt nichts mit G ein, scheiße. Egal. Vielleicht fällt euch ja eine Abkürzung für HAG, glaube ich. 1 Hark. Oder Hark 1, ne? Irgendwie so. So, Freunde, ich würde sagen, dann gehe ich natürlich auch nochmal ins Sumpfgebiet, weil ich will in der Grundi GmbH jetzt meine Theorie prüfen, Freunde. Und wenn die falsch ist, ja, dann seid ihr schuld, weil... Also, ihr seid nicht schuld, aber ihr seid die Leidtragenden, weil dann ist ein paar Zeit verbraucht. Aber ich habe jetzt auch wirklich nicht mehr so viel Zeit, bevor ich los muss, wollte aber unbedingt Banjo-Tooie 2 Parts hochladen, hatte ich Lust drauf. Ja, also muss ich jetzt a little bit hinne machen und so. Ne Banjo? Hast du verstanden? Los geht's. Upsala, da hat's gerade geleckt. Na du komischer Schraubenschlüssel-Junkie hier. Falls mal, mitten in die Fresse. So, wie komme ich da jetzt am schnellsten hin? Ich glaube, das ist irgendwo in der Erdetage sogar gewesen. Das ist nicht weit weg. Aber wo ist, das, wo ich eigentlich rennen wollte? Nämlich, ich glaube, ja, das ist das, was ich vergessen habe. Und dafür muss ich da lang. Gut. Haut doch mal ab hier. Na du Schlüssel-Junkie. Wie soll ihr mit ihren dicken Rohrzangen rumrennen? Nee, Train Station ist es nicht. Und zwar, ich weiß gar nicht, wo ich hin will. Ich verlauf mich. Da, da, da. Das ist peinlich, oh ja. Da, 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 da. Genau, hier den Aircon Plant. Con erinnert mich immer an das Stofftier aus Bleach. Also, wenn euch das was jetzt sagt, dann, dann wisst ihr, was ich meine. Aber die schreiben das ja mit K. Die haben ja gar keinen C, die Japaner. Zepper! Genau, hier will ich hoch. Oh, hier war das. Hüpp. Zapp. So. Und zwar will ich denn... Ah, nee, warte mal, Freunde, das war da drüben. Ah, nee, hier kann ich auch lang, ist egal. Zapp. Und... Guck mal, Freunde, toxic warst du. Toxisches Wasser heißt das wahrscheinlich. Irgendwas. Obwohl, was ist da in die Water? Also, Wasser ist da... Ja, verstehe, die Engländer, ist bestimmt ein amerikanisches Deutsch. Und dabei heißt den Wasser-Wastik, weiß ich doch nicht, oder... Keine Ahnung. So, Freunde, ich glaube, hier war das, aber ich hätte mich trennen... Ach, hier sind Trennplatten, das ist natürlich sehr vorteilhaft. Ich glaube, hier war das. Hier war man nämlich nicht drin. Guck mal, hier ist schon die grüne Suppe. Ach, nicht doch den Move. Den Move, oder? Ja, den. Splush? Genau, Freunde, da ist es! Das letzte Puzzle aus der Grundi GmbH. Da haben wir jetzt 77 Stück. Schöne Zahl. Schnapszahl, Freunde, ich muss einen ausgeben. Naja, mache ich ja innerhalb dieses Parts, ne? Also, ihr versteht schon. Also, nicht im Sinne von Alkohol ausgeben, sondern mit Part ausgeben, ne? Gibt kein Alkohol. So, komm her, Kazooie. Genau, so, Freunde. Damit habe ich meine Theorie jetzt überprüft und yeah, ich habe recht. Weil ich wusste noch, dass man erst darin konnte, nachdem dieser Wind aus war. Und der Wind war ja abgestellt, nachdem man denn den Bossgegner gemetzelt hatte. Und ja, tatsächlich, ich bin hier nicht drin gewesen. Dabei dachte ich, ich habe sogar noch, glaube ich, in einem Part gesagt, oh, dann kann ich jetzt ja da unten rein, dann muss ich noch machen. Und dann hat der Idiot natürlich nicht gemacht, ne? Das war knapp. So, ist ja Vollproof aktiviert, ist alles schön jetzt. Und damit habe ich jetzt noch eins kurz im Abstecher der Grundi GmbH. Und damit habe ich die jetzt komplett gemacht und kann diese beschissene Welt verlassen. Wo überall ekliges Gammelrohrwasser steht und überall gelbe Müllmänner mit ihren komischen Schraubenschlüssel rumrennen. Da, da,
Wie nennt man die Dinger? Rohrzange, Schrauben, Schlüssel? Da gibt es da so viele komische Begriffe hier im handwerklichen Bereich. Da bin ich ja nicht so der Beste, aber ich habe 2 rechte Daumen und 4 linke Finger und ach ne, versteh's schon. So, Grundi GmbH ist hinter mir gelieft und so. Huch, Typi, wo kommst du denn her? Hast du aber verkackt. Okay, den habe ich nicht erwischt. Ist egal, war. So, Freunde, da könnt ihr jetzt endlich mal ganz kurz hochdackeln. Mache ich jetzt aber noch nicht. Erst natürlich die letzte Welt. Eigentlich hätte ich jetzt den Teleporter benutzen können, aber jetzt, weil ich schon mal unterwegs bin, drehe ich nicht um. Don't look look it back und so. Genau, guck dir nicht den Rücken an. Das war gerade sehr schlau, Freunde. Ja, ihr seht ja, ich bin kein Englisch-Genie. Deswegen schreibe ich ja auch, quatsch ich ja auch immer Englisch. Ja, lass mich in Ruhe. Ich finde diese komischen Hulk-Gremlins immer lustig, also. Banjo, im Allgemeinen so Nintendo und Rare hat hier eine coole Kombination mit Banjo gemacht und ich freue mich auch riesig auf meinen Donkey Kong 64 Let's Play, was ja auch noch mit Rare gestaltet wurde und das ist so ein Super Mario 64, nur viel, viel geiler, weil man halt 5 Charaktere hat, man hat Teleporterplatten, die einem übelst Weg ersparen können, man ist so in einen Sammeltick verendet und ich glaube, mir freuen, dieses Let's Play wird so lange dauern, dass ich... Verdammte Scheiße. Boah, ich dachte schon, er ist wieder abgekackt. Nein, ist er nicht, Gott sei Dank. Wir sind im Wolkenwonderland, oh yeah. Wow, genau, ganz deiner Meinung. So, Freunde, hier wird es wieder ein bisschen ätzend und ihr seht schon, ich sag schon, warum ich den Vollproof-Cheat brauche. Das heißt, brauchen, eigentlich brauchen wir den nicht, weil wir fliegen ja sowieso bloß. So, Freunde, das Erste, was ich hier in der Welt mache, ist das, was ich im nächsten Part mache. Haha, jetzt habt ihr gedacht, jetzt verrate ich, was ich mache, wa? Nicht das. Also, Freunde... Was ist denn das da für eine Ritze im Boden? Na, dann werdet ihr mir doch gleich nochmal her angucken, oder? Jetzt bin ich ja neugierig, ne? Also, Freunde, bis zum nächsten Part. Dann macht es gut, haut da rein und ciao!